Marco, Redo, Bro, was geht? Ja. Es wäre eine große Ehre, gegen dich mit dir anzutreten. Die Ehre ist ganz meinerseits. Wir sind ja inklusiv. Ja, aber so ein Urgestein direkt. Ja. Wir sind beide Urgesteine. Also ich bin tatsächlich eingeschüchtert auch. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich nehme dir mal die Angst. Deswegen, soll ich starten? Deswegen fange ich an. Du kannst gerne starten. Ja, dann fange ich an. Wie heißt der Pornofilm, den man nur an Silvester sehen kann? Dinner for One? Dinger for One. Dinger for One. Da war ich schon ziemlich nah dran. Okay, das macht Hoffnung. Ja, das macht viel Hoffnung. Wie nennt man denn die Teuerungsrate bei arabischem Fastfood? Was ist eine Teuerungsrate? Infalafelation. Ja, der ist so gut wie der Couscous-Witz. Infalafelation. Nice. Warum möchte der Junkie nicht aufhören, Drogen zu nehmen? Er ist süchtig. Er ist uneinsüchtig. Das war wieder nah dran. Ja, lachen. Jetzt fallen dir die Witze ein. Wie heißt die neue KI, die aus Sicht eines Gangsterbosses antwortet? Chat-OGPT. Ja, das ist ein Besserling-Witz. Okay. Warum hauen hässliche Menschen immer ab? Weil das heißt ja, schön hier geblieben. Da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ist aber auch gemein. Ja, gemein. Wir nehmen hier kein Blatt vom Mund. Wie heißt der spirituelle Führer, der auf Erleuchtung durch Verzögerung predigt? Irgendwas mit Interruptus. War das ein Satz? Nein. Der spirituelle Führer, der auf Verzögerung als Erlösung predigt. Der Dalai Lama. Dalai Lama. Nicht schlecht. Warum kann sich ein Frauenarzt nicht so viel leisten? Der muss immer so viele Abstriche machen. Nice, Mann. Statt im Wörterbuch. Das muss er wirklich. Welcher Boxer ist dafür bekannt, seine Gegner zunächst anzusaugen, um sie dann umzupusten? Boxer. Mike Tyson. Oh, ehrlich gesagt, ich hatte eine ähnliche Idee mit Dyson. Ja, ja, kann ja jeder sagen. Wirklich, vor 2-3 Tagen. Komm, mal weiter. Ich habe ein Bild von Mike Tyson gesagt, Dyson, Dyson. Und er macht ihn. Er macht ihn einfach. Okay, welche Supermarkt-Sitcom funktioniert nur in Österreich? Sissi, die junge Kassiererin. Weißt du, Sissi, die Kaiserin, Kassiererin? Ja, der war okay. Wortspiel. Wie nennt man abfällig den Sohn eines Uhrmachers? Abfällig. Hm. Ein Uhrensohn. Wow. Okay, jetzt sind wir so tief unter der Gürtellinie, da bleiben wir auch. Welche nordafrikanische Stadt hat kein besonders gutes Abwassersystem? Kakablanka. Ist ein bisschen ein Eigentor, aber ich fand ihn gut. Technische Probleme. Wie heißt der erste Schlagersänger, der Ultraschall geflogen ist? Ultraschall. Nicht Ultraschall, Schall. Ach so, ja. Hm. Costa Concordalis. Ah, okay. Ja, ich habe an die Concorde auch tatsächlich gedacht. Deswegen war das gerade schon in meinem Kopf. Welche Stadt hat die höchste Prostitutionsquote? Aschaffenburg. Aschaffenburg. Mhm. Wer plant Anschläge mit Schokonussgebäck? Der Ferrerorist. Ferrero was? Der Ferrerorist. Ferrerorist, geil. Okay. Welcher ist der wichtigste Feiertag für Veganer? Jeder. Der Obstersonntag. Nicht der Austersonntag. Wie heißt der berühmte Rapper mit den schlechten Zähnen? Karius One. Karius One, geil. Warum funktioniert Demokratie nur im Ozean? Keine Ahnung. Wegen der hohen Wahlbeteiligung. Okay, nicht schlecht. Was gibt's vom Fikulaus? Spekofilatius. Spekofilatius, Alter.
Okay, krass. Okay, mein letzter. Welche Fußballmannschaft legt die meisten Eier? Okay. Bayern Hühnchen. Bayern Hühnchen, das ist auch nicht schlecht. Yeah, ich habe gewonnen. Ey, Moment, ich habe noch einen. Ach so. Wo gibt's nur, ja, wo gibt es nur die geilsten Sachen zu kaufen? Und Hundefutter. Irgendwas mit Frolika und... Im Wow-Markt. Der ist dir aber vorhin erst eingefallen. Nee, das war... den ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren. Uns findet ihr auch auf TikTok, Instagram, Facebook und natürlich auf YouTube.